Hey Leute, hier ist wieder Mr. Kurab und es gibt endlich eine neue Gamers Week. Nochmal sorry für die etwas bescheidene Vision letzter Woche. Wie gesagt, Zeit, Stress und an sich keine großen News. Egal, dafür haben wir diese Woche umso mehr. Einmal wären da ein paar letzte Neuigkeiten zu Watch Dogs, das ja jetzt endlich bald rauskommt. Eine mittelschwere Megatonne-News rund um Nintendo. Ernsthaft, was ist mit diesen Leuten los? Da hört man monatelang nichts und dann schmeißen die einen ungewarnt dermaßen mit News zu, dass ich 5 Videos dazu machen könnte. Egal, es ist nochmal da, es sind News, also bringe ich es hier. Und zu guter Letzt hätten wir noch ein Gerücht oder eher eine Warnung vor einem Gerücht zum neuen Call of Duty. Was das jetzt bedeuten soll und was es damit auf sich hat, kommt alles gleich. Vor kurz eben ein paar restliche Updates. Zuerst geht's nach New Mexico. Dort haben sie jetzt nämlich endlich ein großes Loch gebuddelt und sie haben es wirklich gefunden. Die E.T.-Spiele waren da und dazu noch ein Haufen anderer Spiele. Offensichtlich hat Atari damals wirklich einen Haufen Spiele und Sachen, die sie loswerden mussten, dort kurzerhand verbuddelt. Ich find's nach wie vor schräg, umso mehr jetzt, da es bestätigt wurde, dass es nicht irgendein Internetgerücht ist, sondern dass es alles wirklich passiert ist. Und ja, ich find's einfach lustig, ich find's schräg und das ist es auch wieder. Dann, ich hatte ja auch neulich schon darüber gesprochen, dass es Gerüchte zu einem neuen Prince of Persia gibt. Jetzt hat Ubisoft per Twitter mehr oder weniger bestätigt, dass da wohl irgendwie irgendwas kommen wird. Ich persönlich als großer Fan der meisten Prince of Persia Games bin auf jeden Fall gespannt. Ich vermute mal, zur E3 sehen wir da endlich mehr. Nachdem jetzt mit Trap Team das neue Skyliners offiziell bestätigt wurde, zieht Disney Infinity sofort hinterher und bestätigt, dass Marvel Super Heroes mit Disney Infinity 2.0 im Herbst diesen Jahres starten wird. Und letztes Update betrifft dann Defiance. Das war mal eine kurze Zeit lang gehypt, das war dieses MMO, das irgendwie parallel zu so einer Serie laufen sollte. Inzwischen nach einem Jahr weiß kaum noch jemand davon. Und wie bei allen MMOs, denen das passiert, ist die einfache Lösung, man macht es Free-to-Play. Immerhin die PS3 und PC-Version. Bei der Xbox 360-Version ist noch nicht klar, ob auch die Free-to-Play werden wird. Jetzt aber mal zu den richtigen News. Zuallererst einmal kurz Watch Dogs. Da ist jetzt mehr oder weniger bestätigt, das wird wohl auch eines der ersten Spiele sein, das das neue Preloading-Feature auf der PS4 ausnutzt, das mit dem letzten 1.7-Update hinzugefügt worden ist. Sprich, wer es vorbestellt hat, wird es bereits vor Release runterladen können, damit er dann am Release-Tag sofort losspielen kann. Auch der Season Pass wurde jetzt nochmal offiziell angekündigt und hat einen dicken Trailer bekommen und DLCs wurden groß gezeigt. Die kommen für alles außer halt Wii U. Und was die angeht, wurde jetzt nochmal bestätigt, dass da jetzt der volle Fokus drauf liegt und alles dafür gemacht wird, dass es so gut wie nur irgendwie möglich wird und so weiter und so fort. Aber ein Datum haben wir halt immer noch nicht. Und wo wir gerade bei der Wii U sind, hier geht's jetzt weiter mit Nintendo und das ist so einiges. Erstmal, Iwata hat mal wieder gesagt, ja, wir haben es halt noch nicht geschafft mit der Wii U und auch Weihnachten war enttäuschend. Wissen wir alles, haben sie alle schon mal gesagt. Hat dabei aber auch erwähnt, Nintendos Position innerhalb der Entertainment-Branche und was Nintendo ist und eigentlich macht, muss unbedingt neu definiert werden. Und das wolle man eben mit hier QOL, Quality of Life, machen, das eben auch stark von Hiroshi Yamauchi, der ja letztes Jahr gestorben ist, beeinflusst worden sei, also von seinen Idealen und Visionen und sowas. Am Ende wieder sehr viel Gerede. Ich hoffe, die zeigen uns endlich mal was auf der E3. Zu der kommen wir auch gleich noch. Vorher noch kurz Mario Kart 8. Da gab es auch ein überraschendes, großes Direct mit tonnenweise Details. Wieder sehr verklatscht, also selbst für Nintendo sehr verklatschtes Direct, aber auch gutes Direct. Unter anderem da drin waren mehr Strecken und Fahrer, neue Items, veränderte und neue Modi und auch einiges Interessantes zum Online-Modus. Es wird entgegen ursprünglicher Gerüchte wohl doch eine Art von Voice-Chat geben. Man kann Turniere erstellen, was auf jeden Fall cool ist. Und sehr ungewöhnlich für Nintendo, Mario Kart TV wird man auch auf YouTube hochladen können. Dazu soll das Spiel das ganze Jahr über beworben werden. Das Direct war wohl so der erste Schritt dafür. Und es gibt auch ein Sonderangebot, wer das Spiel bis Ende Juli kauft und registriert, bekommt ein anderes Spiel für die Wii U kostenlos aus einer gewissen Auswahl. Ist auf jeden Fall cool, ich hoffe, sie machen diesmal wirklich Werbung und Marketing. Das haben die ja schon häufig genug versprochen und wirklich was draus geworden ist bis jetzt noch gar nicht. Egal. Weiter zum wirklich großen Thema, Nintendo und die E3. Sie haben angekündigt, dass sie am 10. Juni um 9 Uhr morgens, das ist 18 Uhr abends bei uns, keine Pressekonferenz halten werden. Na, warum? Wieso? Nein! Bevor ich jetzt 10 Minuten lang rumrage, warum ich das für eine stinkdämliche Idee halte, was ich tue, hier einmal die positiven Sachen. Das Ankündigungsvideo ist lustig und gut gemacht und vor allem es ist mit YouTubern, den Jungs von Mega64 gemacht. Etwas, das für Nintendo ja ganz großes No-Go eigentlich ist, also ein kleines Zeichen, dass sie vielleicht doch ein bisschen moderner und offener werden.
Ebenfalls ein Zeichen dafür ist das erste offizielle Super Smash Bros. Invitational Tournament, das Nintendo während der E3 in LA im Nokia Theater, wo sie normalerweise ihre Pressekonferenz halten, abhalten wird. Und dort werden eben 16 der weltbesten Smash Bros. Spieler eingeladen werden und eben ein Turnier wohl mit Smash 4 machen, und da wird es tausende von Zuschauern geben und streamen in die ganze Welt, und das klingt geil. Und ja, solche offiziellen Tournaments sind hier eher nicht Nintendo-Sache, die wollten ja letztes Jahr erst Melee auf der Evo verbieten. Dass sie es jetzt selber machen, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass sie da auch wieder, ja, moderner werden. Dazu, genau wie letztes Jahr, werden auch Leute überall in Amerika wieder was ausprobieren können. Nur Smash Bros. Und nur bei Best Buy. Aber who the fuck cares, es ist gottverdammt Smash Bros. Das Einzige, was ihr jetzt noch hinkriegen müsst, wäre das Ganze auch nach Europa zu bringen. Eine weitere Sache, die angekündigt worden ist, ist Treehouse at E3. Da werden die Leute von Nintendos Treehouse Division eben praktisch die ganze Zeit über während der E3 Interviews geben und sich die Sachen anschauen und anspielen und streamen und Videos hochladen und alles andere Zeug. Wer die nicht kennt, das Treehouse ist sozusagen der Kern von Nintendo of America. Alles, was Nintendo in Amerika rausbringt, ist früher oder später bei denen. Also, die haben wirklich Ahnung. Klingt auf jeden Fall interessant. Und ein kleines Trostlässchen, es wird kein offiziell direktes Direct sein, das wir da bekommen. Das Ganze nennt sich Nintendo Digital Event, und wenn ich eins von Nintendo weiß, dann, dass sie Namen nicht einfach mal so eben nebenbei ändern. Also vielleicht, ganz vielleicht, haben sie mitbekommen, dass das letztes Jahr nicht so das Wahre war und versuchen es immerhin besser zu machen. Ich halte es immer noch für eine dämliche Idee, ich werde in den kommenden Pre-E3-Videos noch ganz viel drüber reden, aber der Rest klingt eigentlich ganz nett. An sich dazu gibt es auch natürlich wieder tonnenweise Gerüchte zu möglichen Vorstellungen und Ankündigungen und tausend anderen Sachen, die geplant sind. Das wäre jetzt alles viel zu lang, da packe ich ein paar Links in die Beschreibung. So, letztes Thema, auch nochmal sehr interessant, oder auch nicht mehr so ganz. Die Aufnahme stammt von gestern, und jetzt gab es ja gerade noch den Leak, und das neue Call of Duty ist offiziell bestätigt. Heißt Advanced Warfare, kommt so wie es aussieht, mit Fokus auf Current Gen, aber so wie ich Activision kenne, vermute ich auch noch für Last Gen, ist noch nicht so viele Details draußen, halt nur dieser eine Trailer, den ihr auch gerade im Hintergrund seht, kommt eben am 4.11.2014, und offiziell ganz richtig dickes, großes Zeigen gibt's in den nächsten paar Tagen erst. Punkt ist eben, dass ich die ursprüngliche Geschichte schon wunderbar toll aufgenommen hatte und euch die auch nicht vorenthalten will, weil es ist ein interessantes Thema und früher oder später würde ich sowieso bei einer anderen Gelegenheit nochmal drauf zu sprechen kommen. Also hier halt dran denken, ist outdated, ist von gestern. Haha. Die Warnung vor einem Gerücht, warum sollte ich vor einem Gerücht warnen, wenn ich normalerweise von Gerüchten berichte? Ja, der ein oder andere hat sicherlich von eben diesem Gerücht schon gehört, zu dem neuen Call of Duty, das angeblich den Codenamen Blacksmith heißt und am Ende Patriots heißen soll und während des Ersten Weltkriegs spielen soll und für Current Gen und PC kommen soll, außer Wii U natürlich. Und da ist der springende Punkt. Normalerweise hätte ich diese News genauso genommen und hier berichtet. Glücklicherweise gibt es im Internet ein paar Leute mit mehr Ahnung und mehr Erfahrung, und die haben sich das Ganze mal angeschaut und dabei Folgendes festgestellt. Das Ganze kommt nämlich von bubbleloose.com oder wie auch immer man diesen Scheißnamen ausspricht. Und das ist nicht unbedingt eine News-Webseite. Genauer gesagt, es ist eigentlich eine nutzerbetriebene Community-Webseite, auf der jeder publishen kann, was immer er gerade lustig ist. Interessanter Punkt dabei ist, dass je mehr Leute sich deine Sache anschauen und je öfter sie geteilt wird, desto mehr Geld kannst du damit verdienen. Heißt, solange das viele sehen und viele anklicken, bekommst du auch eine Menge Kohle. Also, Gerüchte für ein neues Call of Duty posten? Klasse Idee, um deine Kasse aufzufüllen. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass diese Gerüchte zu 100% aus purem Bullshit gemacht sind. Also nur eine Warnung, bevor da irgendwer von euch diesen Gerüchten glaubt, das ist ganz offenbar Bullshit. So, da es jetzt so viel in dem Video gab, kein WTF der Woche dieses Mal, werde ich schauen, dass ich es die nächsten Male wieder anfüge. Ich werde jetzt hoffentlich am Montag dann das erste Special-Video in Vorbereitung auf die E3 bringen. Ist alles immer noch ein bisschen chaotisch und hektisch bei mir, ich kann also leider keine absolute Garantie geben. Und bevor ich das auch noch vergesse, ich werde jetzt dieses Wochenende bei den deutschen Pokémon-Meisterschaften in Bochum mit dabei sein. Nur bei den Videospielen, aber hey, immerhin etwas, dabei sein ist alles. Und an sich auch jeder, der da Chance hat hinzukommen, sieht derzeit so aus, als würde das ein richtig cooles Event werden. Also worauf wartet ihr noch? Auf nach Bochum, Pokémon. Nuff said. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, ich habe die 50 Abonnenten geknackt. Ich weiß, das ist total lächerlich, aber ich finde das geil, Leute. Und ich werde dafür auch irgendein Abo-Special machen. Das verspreche ich euch hier jetzt einfach mal und hoffe, dass mein zukünftiges Ich das nicht bereut. Wird vermutlich erst irgendwann nach der E3 kommen. Ich werde jetzt eine ganze Menge Stress damit haben, aber da wird was kommen, weil ich finde das geil, Leute. Und danke, verdammt. Danke.
Ich find's geil. Davon abgesehen natürlich, wem das Video gefallen hat, ich freue mich immer, wenn ihr helft, das Ganze ein bisschen zu verbreiten. Postet's doch einfach mal irgendwo, schickt's meinem Freund, gebt einen Like, was auch immer. Wer selber Ideen, Kritik, Newsvorschläge oder sonst was hat, alles immer schön in die Comments, je mehr, desto besser. Also ja, wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich Montag oder Dienstag, wenn's nicht klappt, dann doch erst am Freitag mit dem nächsten Gamers Week. Und ja, bis dahin dann, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Korab.